Hallo Leute, heute möchte ich mal, der Finanzgoblin hier, heute möchte ich mal mit einem anderen Thema um die Ecke kommen, die mir tatsächlich ziemliche Sorgen bereitet. Also heute geht es mal wieder nicht um Krypto, sondern über den Aktienmarkt oder beziehungsweise genauer den Anleihenmarkt. Gar nicht den Aktienmarkt, sorry. Ich glaube, dass es gar nicht mal in so einem schlechten Chance-Risiko-Verhältnis steht, den Bondmarkt zu shorten. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das schon gehört habt oder also es steht ja seit mehreren Wochen in der Debatte, ob Evergrande pleite geht. Also das ist so ein relativ großer chinesischer Real Estate Developer, also ein Immobilienunternehmen, die halt sehr, sehr viel Housing Constructions dort betreiben, also ja, Immobilienbau. Und die haben relativ hohe Schulden und sind nicht in der Lage, die zu tilgen. Und ich habe jetzt über unterschiedliche Artikel mir so ein kleines Bild zusammengebaut, eine Hypothese. So. Und ich will euch das einmal ganz kurz erklären, denn was ich glaube, dass gerade ein, naja, was heißt ein riesengroßer Betrug abgeht, das ist ja sowieso klar bei den großen Institutionen, aber dass hier eventuell ein weiterer Finanzcrash wie 2008 bevorsteht und gar nicht mal so weit weg ist, denn wenn Evergrande defaulten sollte, wird wahrscheinlich die amerikanische Zentralbank relativ viele wertlose Anleihen haben. Deswegen will ich euch einmal ganz kurz die Hypothese erklären. So. Was ist passiert? Also, wir hatten die Corona-Krise, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, ne? Wahrscheinlich nicht. Da hat our Lord and Savior, die amerikanische Zentralbank, angefangen, Geld zu drucken. Also seit März 2020 knapp 4,3, also Trillionen, was sind das? Billionen? Billionen US-Dollar. Sind es Billionen oder sind es Billiarden? Das verwirrt mich immer. Million, Billion, Trillion, Millionen. Milliarde, also Billionen, so 4,3 Billionen. Genau, und da hat die amerikanische Zentralbank, die Fed, sogenannte Special Purpose Vehicles gebaut. Das ist sozusagen eine juristische Person, die sie damit beauftragt, Bonds zu kaufen, weil die amerikanische Zentralbank selbst nicht diese Bonds kaufen kann. Dafür haben sie diese Special Purpose Vehicles gebaut. Die Bedingung dafür, dass diese Special Purpose Vehicles die Bonds kaufen können auf dem offenen Markt, ist, dass eine der drei großen Ratingagenturen, also Moody's, Fitch und S&P, denen ein relativ gutes Rating geben. So. Die Ratingagenturen, die kennen wir doch noch irgendwoher, oder? Hallo 2008? Genau, also bedingt darauf, dass die denen ein gutes Rating geben, den Bonds, dürfen die Special Purpose Vehicle die kaufen und damit dann halt auch halten. Das heißt, sobald hier eine der Ratingagenturen oder also mindestens eine der Ratingagenturen sagt, ja, hey, das sind gute Anleihen, dürfen die SPVs die kaufen. So, das gilt natürlich erstmal für viele unterschiedliche Arten von Anleihen, aber das gilt auch für chinesische Immobilienanleihen. Aber nächster Schritt. Wer lässt sich denn so einen Schnapper niemals entgehen? Unter anderem die ganzen Bond-ETF-Ersteller.
So jemand wie BlackRock zum Beispiel, die hier und wahrscheinlich auch Vanguard und wie die anderen alle heißen. Ich habe jetzt einfach nur mal BlackRock aufgeführt. Ja, jetzt haben wir halt die Sache, dass BlackRock, also eine spieltheoretische Sache, und das ist eigentlich das Simpelste der Welt. BlackRock weiß, dass die amerikanische Zentralbank sichere Anleihen abkauft. Also ist es für BlackRock individuell rational, diese Special Purpose Vehicles zu frontrunnen und direkt die Bonds zu kaufen, von denen sie weiß, dass sie dass die kaufen. So. BlackRock frontrunnt also die SPVs, kauft die Bonds vorher ab und verkauft sie für einen höheren Betrag an die SPVs weiter. Also sie pumpen halt den Preis sozusagen hoch. Was passiert noch zusätzlich? So, BlackRock kauft quasi Bonds aus dem chinesischen Immobilienmarkt ab, diversifiziert ihren ETF damit und heißt halt breiter aufgestellt, das heißt, das Rating wird besser. Das heißt, BlackRock kauft Junk Bonds. So, das sind Junk Bonds. Extreme Junk Bonds. Und verkauft die, weil sie jetzt irgendwie diversifizierter aufgestellt sind und eine der Ratingagenturen denen ein gutes Rating gibt an die SPVs, die sie dann quasi der Zentralbank geben. So. Das heißt, du hast halt quasi eigentlich ein richtig krankes System hier. Und das Witzige ist, die Chinesen, die reagieren schon darauf. Die haben jetzt hier am Freitag haben die noch mal so eine Warnung rausgegeben, so ja, hier, bla bla bla. Und die sind jetzt gerade dabei, die ganzen Immobilienfirmen abzuwickeln und quasi ihr eigenes Risiko zu machen, weil die Chinesen nicht dumm sind. So anders als gefühlt der ganze Westen machen die alles mit Kalkül. So wie ich das sehe, dann haben die. Die wickeln die Firmen ab, weil sie wissen, dass dann am Ende die amerikanische Zentralbank die ganzen Schulden halten wird. Also, sorry, die ganzen wertlosen Bonds halten wird, die zwar einen nominellen hohen Wert haben, aber halt gar nichts wert sind. Was mich halt so etwas stutzig gemacht hat, oder? Wenn man sich anschaut, was gerade auf dem Markt halt passiert, also diese Bonds, die gekauft werden, die können auch als Sicherheiten hinterlegt werden. Und du kriegst jetzt teilweise, also im OTC kriegst du teilweise so chinesische Junk-Bonds, also in einem 1 zu 5 Verhältnis. Das heißt also so quasi, hey, die Anleihe steht kurz davor, einzucrashen. Sagen wir mal, du kaufst etwas für 100 Euro, aber das hat den Nennwert 500 Euro. Aber was halt irgendwie noch pervers hinzukommt, ist, die werden dann diesen ETFs geaddet. Dadurch sind die ganzen Dinge wieder als sicher und dieser nominelle Wert, diese 500 Euro gegenüber den 100 Euro, die du dafür bezahlt hast, kannst du quasi als Collateral hinterlegen, um dagegen weiter zu leihen und dein Hedge, sorry, um dein Hebel weiter hochzutreiben. Das ist, also, hier das. Das hier hatte ich halt gelesen und da habe ich das eigentlich erst verstanden. So, hier die Ashmore Group hat zwischen Juli und September, als es bla 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 um die Evergrande Stock und Bond Prices ging, haben sie 100 Millionen an Bonds ausgegeben. Ich muss noch mal gerade lesen, bevor ich so brought it on into the depth, bla bla bla, mit der Ende September, genau. So, das heißt, sie haben 100 Millionen ausgegeben. Sorry, haben gekauft. Genau.
Genau, und haben quasi auf dem, haben auf dem asiatischen Junk-Bond-Markt oder auf dem asiatischen Bond-Markt Sachen im Wert von 500 Millionen geholt. So, genau, das hier ist der Satz. Das, was ich gerade erklärt habe. Das heißt, die Leute kaufen etwas weit unter Nennwert. Das heißt nicht unter Marktwert, sondern der Markt hat immer recht. So. Und der Markt preist die Bonds halt gerade ein mit 100 Millionen. Das heißt, die Leute, die Märkte wissen schon, dass es Scheißbonds sind und dass du die 500 Millionen nicht bekommen wirst. Also wenn du hier, du hast einen nominellen Wert, da steht drauf, du kriegst 1000 Euro zurück, aber wenn du weißt, dass der Typ dich nicht zurückbezahlen würde, habe ich gesagt, du kriegst 100, da steht drauf, du kriegst 500 Euro zurück auf den Bon, aber du weißt, der Typ ist nicht kreditwürdig. So, würdest du 500 Euro dafür zahlen? Nein. Der Markt weiß jetzt schon, okay, ich bin nur bereit, 100 dafür zu zahlen, für diese 500, die du mir gibst. Aber das Absurde ist, weil diese Bonds dann teilweise in den ETF mit reingehen, werden diese als Collateral, also quasi als Sicherheiten akzeptiert, aber zum Nennwert. Das heißt, die Leute, die das machen, die können halt geisteskrank hebeln. Die kaufen sich was auf dem Markt und holen sich dafür dann halt einfach noch viel, viel mehr. Aber nächster Schritt, zack, hoppala, hier. Evergrande Group. Was haben die denn am Freitag gesagt? Ja, am Freitag haben sie noch mal eine Warnung rausgegeben, dass die Aktionäre aufpassen müssen, dass exercise caution by dealing in the securities of the company. So. Und eigentlich ist es ein offenes Geheimnis, oder was heißt ein offenes Geheimnis? Ich gehe sehr stark davon aus, dass Evergrande eincrashen wird. Aber also so, ich glaube, die Leute sind sich noch gar nicht von den ganzen Implikationen davon bewusst. Also, ich meine, klar, erstmal reißt es halt die Firma weg, das macht die ganzen Werte wertlos, dadurch werden dann halt die ganzen Junkbonds wertlos, dadurch werden die ganzen ETFs, die amerikanische Zentralbank gekauft hat, wertlos. So, das ist in einem ersten Schritt. Das heißt, du wirst halt ein krasses Liquidation-Event haben, weil die Leute, also das ist nicht nur das, dass das wertlos wird, aber es gibt Leute, die nehmen diese Bonds, die sie gekauft haben, hinterlegen sie als Sicherheit und auf einmal werden die Sicherheiten weniger wert. Und dadurch hättest du dann ein Liquidation-Event nach dem anderen, weil die Sicherheiten wertlos sind, ist das, was sie dagegen geliehen haben, werden sie halt gemargin called und es kann halt sein, dass du dadurch halt einen richtig krassen Flash-Crash hast. Das ist halt so in der ersten Runde so, was halt irgendwie auf dem Markt passiert, aber was halt langfristig passiert, also, oder sagen wir mal mittelfristig passiert, so der ganze Wohlstand der Chinesen liegt, nicht der ganze Wohlstand, aber ein sehr, sehr großer Teil des Wohlstandes der Chinesen liegt in Immobilien, also deren Fonds sind darum aufgebaut. Das ist auch für China nichts Gutes. Das ist eigentlich für niemanden was Gutes. Und ja, was nehmen wir daraus mit? Ich bin ehrlich schockiert, weil ich habe versucht, das irgendwie von unterschiedlichen Seiten anzugreifen, irgendwie. So dieses Argument, aber das ist halt, also rational. Also die ganzen Leute, die hier irgendwie mitspielen, die haben alle rationale Eigeninteressen, das irgendwie zu machen. Hier BlackRock, China, die amerikanische Zentralbank. Aber und ja, was kann man machen? Ich shorte den Bondmarkt.
Also, ist morgen früh auf jeden Fall das Erste, was ich mache. Also wahrscheinlich sollte man einen Bondmarkt-ETF shorten. No financial advice. Also mach das nicht. Just don't do that at home. Aber also das klingt schon relativ schizophren, so, aber eigentlich sieht das doch ziemlich offensichtlich aus. Ich meine, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, nee, das ist ja gar nicht so, bitte gerne irgendwo sagen, aber eigentlich hat das die Makings von 2008. Leicht anderer Twist, aber war eigentlich das Gleiche. Naja, gucken wir mal. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen short gehen. Ja, wenn die Leute schon so sind. Ja, muss man wenigstens seinen eigenen Platz noch finden. Vielleicht verliere ich auch ein bisschen Geld. Keine Ahnung. Das ist natürlich alles, alles spekulativ. Ja, deswegen bis zum nächsten Mal. Wenn es den Markt dann noch gibt, die Börse, wird es noch geben, keine Sorge. Aber gucken wir mal. Ich bin gespannt.